Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. An der Länge dieses Films seht ihr bereits, es handelt sich ausnahmsweise mal nicht um einen weiteren Reisedokumentarfilm. Denn ich habe kürzlich gerade erfahren, dass für mich eine magische Schwelle überschritten wurde. 1000 Abonnenten sind komplett. Wow, absolut geil und dafür möchte ich mich bei euch super herzlich bedanken. Ich habe mich total darüber gefreut. Genauso wie ich mich jedes Mal wieder darüber freue, wenn ihr mir neue Kommentare unter meine Filme schreibt. Das ist für mich immer wieder ein richtiges Hochgefühl und mit jedem hoffentlich positiven Kommentar bekomme ich fast wieder Lust, mir diese spezielle Reise, für die ihr euch da gerade entschieden habt, wieder erneut anzusehen. Das ist immer richtig klasse. 1000 Abonnenten, ehrlich gesagt, ich persönlich möchte diese magische Schwelle, für mich die erste magische Schwelle, hier auf meinem YouTube-Kanal noch nicht so einfach so sang- und klanglos dahin gleiten lassen, denn ich möchte euch auch ein kleines Geschenk damit machen. Ich war insgesamt zweimal in Australien. Ihr kennt nämlich bisher nur den ersten Film, wo ich an der Ostküste entlang gefahren bin. Ich habe nämlich nochmal weitere 11.000 Kilometer auch im Westen des Landes zurückgelegt mit den Highlights Perth und Darwin. Und bei dieser zweiten Reise habe ich es dann auch endlich mal geschafft, mal die Insel Tasmanien zu bereisen. Nichtsdestotrotz möchte ich das jetzt auf diesem Kanal hochladen, damit ihr wieder einen weiteren, hoffentlich tollen Reisedokumentarfilm euch ansehen könnt. Ansonsten werdet ihr sicherlich gemerkt haben, dass ich kein typischer Vlogger bin. Das heißt also, meine Reisen, natürlich auch in Dokumentarfilmlänge, sieht man eher im Nachhinein, denn ich habe vor Ort einfach keine Zeit zum Videoschneiden, weil mein Tagesplan ist einfach zu sehr durchgetaktet. Das bedeutet natürlich auch, dass es hier auf diesem Kanal nicht so oft Neuerungen gibt. Auch das ist euch sicherlich schon aufgefallen. Ich bin zwar immer wieder am Überlegen, ob ich mal so kleine Filme gestalte, wie jetzt hier zum Beispiel dieses erste Video möglicherweise. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall möchte ich euch aber auch noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben. Jetzt in der zweiten Jahreshälfte im Oktober möchte ich euch mal nach Namibia einführen, ein Land, was mir sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Auch dazu ist bereits ein Reisedokumentarfilm entstanden. Zunächst gibt es hier erst in einem kleineren Rahmen eine Uraufführung und danach im Anschluss möchte ich das Video hier auch im Oktober diesen Jahres präsentieren. Ihr seht, es lohnt sich also immer wieder am Ball zu bleiben und ja, das soll es für dieses kleine Video bereits schon gewesen sein und ja, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder in irgendeinem fernen Land. Bis dahin, tschüss!